Hallo ihr Lieben, Grüß euch. willkommen zum neuen Video. In diesem Video seht ihr, wie das Teil hier entstanden ist und diverse andere Dinge. Also, viel Spaß beim Zusehen. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen heute zu dem Tag. Wir betonieren heute die Auffahrrampe und ja, der Gabriel sollte auch gleich jeden Moment da sein und eben der Betonlieferant auch. Also jetzt gleich losgehen. So, der Gabriel ist auch schon da. Ja, ich bin gerade angekommen. Ich habe vor ein paar Minuten den Mischwagen überholt, der für uns bestimmt ist. Das heißt, in 1 bis 2 Minuten ist der LKW da. Ich ziehe mich also noch schnell um bzw. an. Und dann geht es eh schon los. Jetzt wird die Auffahrrampe betoniert. Kleiner Teil davon weggenommen, um vorne die Schallsteine bei der Terrasse zu füllen. Thank you.
dabei. Waren noch fertig zu glätten. Es wird dieses Mal zu reiben. Es wird dieses Mal gerieben, nicht geglättet. Hier hinten habe ich noch kurz vorbereitet. Da werden wir auch noch einen Beton reinschmeißen für den Regenablaufkasten. Wie ihr seht, haben wir ein bisschen was über. Also schauen wir, dass wir ihn auch nutzen. So, wir sind fertig mit der Auffahrrampe. Wir haben gerade noch die Kleber entfernt von den Rigolen, Regenablaufrinnen. Ja, 6 Stunden später, oder wie spät ist es? Ja, also 5 Stunden gedauert ungefähr. So, jetzt zeigen wir euch noch, was hinten passiert ist. Wir haben nämlich 1 Kubikmeter Beton mehr bestellt. Damit konnte ich zum Beispiel hier den Regenablaufkasten setzen. Wir haben den Beton einfach hier reinlaufen lassen. Ich habe davor noch einen Verzögerer reinmischen lassen und somit hatten wir genug Zeit, um hier alles zu erledigen. Das sieht jetzt so aus. Die ganzen Schallsteine wurden gefüllt. Drüben auch. Da ist noch ein bisschen Beton überblieben, den haben wir da einfach reingeschaufelt. Somit können wir also demnächst die Schalung vorne abnehmen, hier hinten dran machen und hier hinten auch betonieren. Damit haben wir dann so gut wie alle groben Betonierarbeiten erledigt für die nahe Zukunft. In ferner Zukunft sollten wir auch irgendwann diesen Zaun erneuern. Wie ihr seht, sind da diverse Stehe ausgebrochen. Hier gibt es gar keine mehr. Also irgendwann müssen wir die Einfriedung auch rundherum neu machen und spätestens dann wird wieder betoniert. Aber ich bin froh, dass das noch länger dauert. Ja, somit ist das Carport weitgehend abgeschlossen. Also schön, dass dabei wart und bis bald. So, guten Morgen. Wir sind mal wieder auf der Baustelle. Heute werden wir die Auffahrrampe ausschalen. Sie wurde vor einigen Tagen betoniert. Das Ganze sieht jetzt so aus. Die Platte war abgedeckt, wir haben sie gerade ausgedeckt und entfernen jetzt die Dockerplatten. Ja, die Platte ist jetzt ausgeschalt. Wir reinigen jetzt noch einmal die Regenablaufrinne. Dafür haben wir die Gitter entfernt. Das ist halt dieser Betonsand, der da reingekommen ist. Dann sind wir fertig. So, wir sind jetzt also vorne fertig. Jetzt wird hier hinten weitergemacht. Jetzt müssen wir hier nivellieren und dann werden wieder die Dockerplatten angeschraubt. Wenn also wieder die Schalung fertig ist, wird wieder Eisen gebunden und dann wird wieder betoniert. Das gilt also das gleiche wie vorne.
Wie ihr sehen könnt, ist das einmal grob nivelliert, das Ganze hier. Das heißt, dieses Projekt ist für heute auch abgeschlossen. Das Eisen wird ein andermal gebunden und auch die Schalung wird ein andermal gemacht. So, jetzt gehen wir also nach vorne. Ich muss nämlich das Leerrohr reinlegen für den zukünftigen Antrieb des Tores für die Einfriedung. Da vorne soll nämlich ein Schiebetor reinkommen. Und wir möchten da natürlich auch die Klingel haben und so weiter. Das heißt, wir müssen hier ein Leerrohr reinlegen, was dann hier in den Innenraum geht. Das heißt, ich komme jetzt mit dem Bagger her, werde da hier aufgraben, dann bohren wir ein Loch und dann legen wir das Leerrohr rein. So, das Ganze ist jetzt fertig gegraben. Wir werden also dort rauskommen mit dem Leerrohr und dann hier entlang und dort vorne rausstehen lassen. Das Leerrohr ist verlegt. Wir haben dazu die alte Regenrinne benutzt. Die ist nämlich hier verlaufen früher. Ist praktisch diese Steinrohre, diese Betonrohre, weil dann muss ich das Leerrohr nicht in Sand setzen. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass das irgendwann einmal reißen wird. So, als nächstes geht es natürlich hier weiter. Hier muss ich Sand verwenden. Leider aber ist mein Bohrer zu kurz. Wir haben nicht geschafft, durch die Wand durchzubohren. Ich muss morgen also einen längeren besorgen. Dann können wir mit dem Leerrohr hinein. Und damit sind die Außenarbeiten auch schon abgeschlossen dafür. Ja, hallo ihr Lieben, ich wollte noch ein bisschen was ergänzend sagen zum Carport, weil es ja doch viel Resonanz gab zum letzten Video, viele Kommentare. Anfangen tue ich wahrscheinlich damit zu sagen, dass obwohl wir behauptet haben, es sei fertig, ja, die Grundstruktur ist fertig, aber sonst natürlich noch nicht. Es fehlen überall die Kopfbänder, das heißt, grundsätzlich wäre es, glaube ich, nicht nötig, Schatz, das ist alles super stabil, aber rein der Optik halber denke ich schon, dass es gehört und deshalb wird es auch gemacht. Natürlich fehlt die Regenrinne auch noch, es fehlen die Abschlussbleche, es fehlen die Abschlussleisten. Ich habe auch nicht wirklich gefilmt oder gezeigt, wie wir oben die Wandanschlussbleche installiert haben. Dazu habe ich aber ein paar Szenen gefilmt und die werde ich dann gleich einfügen, damit ihr seht, worum es geht. Ja. So viel zum Carport. Begehbarkeit, ja, okay. Irgendwie logisch, dass ihr da in die Mitte nicht rauftreten sollt. Aber sonst überall, wo ein Balken ist, kann man auch auftreten. Und so habe ich auch zum Beispiel die Wandanschlussbleche installiert. Genauso werden wir dann auch zukünftig die Fassade machen. Warum nicht jetzt? Einfach, weil es am Budget fehlt. Und weil uns das einfach nicht reinpasst. Wir wollen ja mal einziehen ins Haus. Wir wollen diesen Winter drin sein. Und vor diesem Winter gibt es sicher noch keine Fassade. Jemand hat zum Beispiel geschrieben, es wäre weniger Aufwand gewesen. Ich glaube nicht, dass es weniger Aufwand ist, ohne Geld jetzt eine Fassade schnell zu machen, die ich eigentlich noch nicht brauche, weil ich noch gar nicht einziehen kann. Aber ich verstehe schon, wie es die Person gemeint hat. Ja, natürlich ist es jetzt mehr Aufwand, weil wir da abdecken müssen. Die Platten abdecken müssen, damit wir uns da oben aufhalten können, aber das ist überhaupt kein Thema. Es gab natürlich auch noch Fragen zur Haltbarkeit und ob es vergilbt oder wie man das Ganze reinigt. Wir sind nicht allwissend, wir werden es euch dann beantworten und ein Resümee dazu geben, wenn wir es selber wissen. Wir können ja mal in einem Jahr ab heute, ist der 28. Juni, 2024. Wir können ja mal in einem Jahr ein Video dazu machen und euch zeigen, wie gut es sich gehalten hat, das Ganze. Gell? Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal oder morgen. Bis bald.
Grüß euch, es ist mittlerweile der nächste Tag. Das merkt ihr wahrscheinlich nicht an meinem Outfit, aber zumindest am Wetter. Recht unbeständig, nämlich die ganze Woche. Wir haben gestern hier noch zugemacht. Durch diese alten Abflussrohre haben wir ein Leerrohr eingezogen und ich wollte gestern hier ein Loch bohren. Dafür war aber der Bohrer zu kurz. Das heißt, heute werden schwere Geschütze ausgefahren. Dafür gibt es einen sehr langen, sehr großen Bohrer und eine andere Bohrmaschine, die diesen Bohrer aufnehmen kann. Somit werden wir jetzt diese Wand durchbohren und ich habe noch zwei andere Löcher, die durch die Außenwand gehen müssen. Das zeige ich euch aber gleich. Also jetzt packe ich einmal die große Maschine aus und dann wird das Loch gebohrt. So, mit schwerem Geschütz meinte ich auf alle Fälle schweres Geschütz. Ich habe jetzt draußen die Kamera aufgestellt und werde jetzt von innen versuchen, das Loch fertig zu bohren. Das seht ihr dann, wenn der Bohrer durch die Mauer rauskommt. Vergleich nochmal, das war unser gestriger Versuch. Das ist der heutige Versuch. Ui, okay, wie man sieht, waren wir ein bisschen daneben mit unserer Furche. Ah, das ist kein Problem. Ich war übrigens innerhalb von 10 Sekunden durch mit dem Bohrer, da hat also wirklich nicht viel gefehlt. Was aber andererseits auch wieder zeigt, dass es manchmal um ganz wenig nur geht und es sich trotzdem nicht ausgeht, gell? So, dann werde ich dieses Leerrohr hier jetzt einmal ausbreiten und dann da retour durchbefördern. Dafür muss ich jetzt aber noch ein bisschen mit der Schaufel arbeiten. So, das Projekt hier draußen ist also einmal soweit abgeschlossen für heute. Ich werde nämlich dann den Sand besorgen und wenn es ein bisschen trockener ist, werde ich wieder mit dem Bagger arbeiten und das Ganze zumachen. Heute aber nicht, das ist sonst nur ein Gatsch und ein Dreck. Das heißt, ich hole mir jetzt die Leiter. Wir gehen in den Nebenraum und ich zeige euch, wie es weitergeht mit der Bohrmaschine. So, wir befinden uns im Technikraum und jetzt geht es darum, diesen Balken hier zweimal durch die Außenwand zu schrauben. Der Balken liegt nämlich aktuell einfach nur auf. Ich möchte ja nicht, dass dieses Flachdach irgendwann davon fliegt. Deshalb werden wir da jetzt zwei Gewindestangen setzen. Jetzt befinden wir uns auf der anderen Seite von diesem ganzen Raum. Da habe ich gerade die Leiter aufgestellt und hier möchte ich jetzt ein bisschen genauer schauen, dass wir da uns keine Probleme einhandeln, wenn ich da jetzt ein Loch durchbohre. Das heißt, ich muss hier von diesem Gewölbe einen gesunden Abstand halten und genauso von dieser Wand, sonst lande ich in dieser Wand, ungefähr hier in diesem Bereich. Sollten die zwei Gewindestangen dann durch rauskommen. Zuerst das Vorgebohrt mit dem Holzbohrer. Dann haben wir den schön versenkt. Jetzt schauen wir mal auf die andere Seite. So, das sieht ja ganz gut aus. Meine Befürchtungen, dass wir irgendwie da drin landen würden, haben sich nicht bewahrheitet. Jetzt bohren wir also noch einmal irgendwo da drüben ein Loch. Und somit ist die Sache auch schon erledigt. Da kommt dann eine Gewindestange mit Mutter rein. Die Maschine ist wirklich super. Die hat mir das Ganze auf alle Fälle viel einfacher gemacht. Also, danke Patrick, dass ich sie ausborgen durfte. Da kommen jetzt jeweils die Gewindestangen durch. Und eine hier. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Dort verwenden wir die schönen Hutmuttern. Ja, lang genug sind sie auf alle Fälle. Ich werde da jetzt einmal die Hutmuttern befestigen und von der anderen Seite festziehen und dann kann ich dort die Gewindestangen ablängen. Somit sind also die Projekte für heute abgeschlossen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, der eine oder andere hat irgendwas davon auch mitnehmen können.
Ja, wir sehen uns also morgen oder beim nächsten Mal. Schreibt uns gerne was in die Kommentare, was euch, wenn ihr Fragen habt, oder schreibt uns auch in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, und dann bis bald. Ciao.